Es drücken bitte alle einmal B. Willst du die Box nicht löschen? Nö. Nur bleibt alle da. Gut. Genau, jetzt bleiben alle bitte am Tisch anwesend. Der Markus ist da. Sieht man eigentlich am Brett, ob wer blindfolded ist oder nicht? Ja, deshalb haben wir auch den Chat ausgemacht, weil es da auch drin steht. Du siehst es währenddessen. Markus! Schon. Markus! Was? Was? Ja. Woran sieht man das? So ein Trottel. Nein, der war eh nicht geimmutet. Hintergrund. Weil du das Ganze aus Markus! Ja, okay, er ist da. So! Und es dürfen alle wieder gucken. Hey! Wow! Wer schafft's nicht? Ah, alle da. Das ist unglaublich. Hey! Ja! Das ist unglaublich. Okay. Hey, kannst du mal kurz blindfolden? Wie schaut das dann aus? Sieht man's von da? Also. Du kannst oben rechts in dem Namen sehen, da ist das rechts Auge, was durchgestrichen. Rechts oben, in dem Namen ist es. Warte, ich mach's nochmal für dich. Da. Warte nochmal. Hast du's drin? Ah, er schaut dort. Okay, verstehe. Ist das? Thomas, so schaut das aus. Siehst du das? Siehst du das? Ja, ist das? Kannst du's sehen? Thomas, schau zu mir, nein, zu dir schauen, Thomas. Ab das jetzt, ja. Thomas, soll ich's ja mal für dich machen? Hast du's gesehen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Secret Hitler. Mach nochmal, ja, hast du's wirklich gesehen? Boah, jetzt haltet euren Schnabel, Alter! Wir machen es nochmal hier, da. Siehst du das? Leute, okay, kann man eigentlich sehen, ob man blindfolded oder nicht. Jetzt ist es wieder gut. Ich war mal wieder so klug zu vergessen zu sagen, wenn ihr nicht wissen wollt, wer was ist, dann schaut jetzt einmal kurz weg. Und jetzt könnt ihr wieder gucken, denn es stand eben kurz, wer was ist, für die, die das wissen wollen, so, ne? Und ja, es geht weiter. Aber ja, hallo! Hi! Boah, das gibt's doch nicht! Let's go! Ja, ich dachte schon, alles klar. Ben darf anfangen. Würde ich grundsätzlich jetzt mal dagegen. Ah ja. Ach, na dann. Nein, ich wollte Nein sagen. Ich bin nur dafür, wenn Ben jetzt mich als Kanzler nimmt. Achso, ich dachte, wir. Nee, also, das finde ich nicht gut. Das finde ich keine gute Wahl. Also Konsti ist mir sehr suspekt. Achso! hallo? Ich bin brav. Also der Markus. Oh. Wenn du jetzt 3 drückst, kriegst du gleich alle. Ja, das hab ich von dir schon gemacht. Alter, bist du ein Gott oder was? Richtig. Ja. Oh, Gott. Er hat die harten Hexen. Daumen! Ja, was die alles können. Alter, Leute, stellt euch mal vor, Daumen! Oh! Sogar 2 davon, Alter. Bam. Krass. Ja, ich bin was Besonderes. Okay. Ich hab 4 Stück. Daumen? Jetzt, ja. Man kann nie genug Daumen haben. Das ist echt so. Ich sammle Daumen. Ich wollte mich gerade aufregen, dass der Ben 2 abgelegt hat, aber dann habe ich gecheckt, dass der eine davon da kommt. Also ich habe ihm die Wahl gelassen. Was hat er in der Tat? In der Tat? Appetit trinkt, was hat das denn gezogen? Ich hatte 2 rot und 1 blau. Okay. Markus. Ja. Ja, wir sagen es dir halt trotzdem zu Sicherheit. Na, du musst den Kanzler weg. Kanzler. Da, TKW, wie du glücklich danke, bist. Danke, das finde ich doch wundervoll. Doch kannst nicht, wenn ich damit glücklich hätte, bei mir nein gewinnt. Du kannst es dir aussuchen. Entweder du bleibst da, dann müssen wir dich nicht rufen, oder du gehst weg, dann musst du damit leben, dass wir dich rufen. Okay. Nein, bleib nicht weg, du hast nicht die Wahl. Du bleibst da. Das ja, genau. Ruf dich dann. Nein, David. Ich glaube, ich gehe einfach. Es wäre jetzt besser gekommen, wenn du die Tür zugemacht hättest. Ja, jetzt sind wir weg. Dann wäre das richtig, verstehst du richtig Meta. Ja, oh, danke. Almeda. Wir sind ja voll die gute Sitcom, Alter. Oh ja, Alter. Wann ist unser erstes Tür Gig? Aufmachen, dann müsst ihr das. What the fuck soll das sein? Na, das jedes Mal, wenn irgendein berühmter Charakter auftritt, dann brüllen die zu. Ach so, TGW, aha. Aha, ich hab die Wahl gehabt. Ich hab keine rote gehabt. Was hast du gehabt, Max?
zwei blaue, eine rote. Und ich ja, willst du das, David? Eine blaue und eine rote geben. Ich hab's mir gut überlegt. Kann du wirklich gewählt werden? Ich war mir ja noch nicht zu wichtig. Nein! Das ist ein Arschloch. TGW, du gefällst mir die Runde mehr. Ja, du auch. Deep down in your heart bist du ein Arschloch. Also, Konsti hat bisher eine blaue gelegt, also das finde ich gut, deshalb. Wow. Lass mich zwischen. Finde ich, muss das so weitergehen. Leg sie doch einfach verkehrt raus. War nicht mal der Plan gerade, ich wollte mir eine Banane essen. Darf ich auch deine Banane wieder auf essen? Entschuldigung! Darf ich deine Banane essen? Du weißt, was ich meine. Lutschen. Hast du gerade vom Abdau gestanden? Ich hab überlegt. Ich überleg gerade was. Moment. Leute. Ah, ist eh scheißegal. Ich leg die wieder zurück. Okay. What the fuck? Nix. Nix, egal. Was jetzt? Okay. Es ist alles richtig, ich hatte nur schon eine abgelegt. Hast du zwei rote, eine blaue gezogen, musst du das überlegen. Ja, komm, die blaue lege ich nein. Jetzt doch. Nein. Wenn wir ein easy Game hier. Okay, Gott sei Dank, ey. Machen wir jetzt eine 10-Minuten-Runde draus, okay? Also ich will da... ich will einmal kurz sagen, wenn... Ich hab die Wahl gehabt. Markus wirklich die Wahrheit gesagt hat, dann sind wir am Arsch. Weil ich gerade auch zwei blaue hatte. Und du hast deine blaue weggeben. Ja, logischerweise. Ja. Das heißt, das sind jetzt 7 blaue weg. Aber also, jetzt sind 5 blaue weg, oder? Das bedeutet, es sind 2 blaue ja, schon weg. Das bedeutet, bei den 8 Karten ist jetzt okay. Noch eine blaue drin. Kannst du helfen bei der Entscheidung? Ach so. Kannst du, Ben war natürlich. Nimm mich, also das geht nicht. Ben, ich war einmal Präsident. Ja, der Ben ist smooth. Ich glaube, Ben ist okay. Wieso soll ich da helfen? Ich habe nichts mit Thomas zu tun, würde ich nur anmerken, ja. Ich soll mich in die Scheiße reinreiten. Oh! Thomas, aha, ja. Ein Schild zu meinem Leben. Ein Statement, Konsti. Ich bin ein einziger Statement. Ich habe die A gewählt. Ein Fashion Statement. Ein anderes Statement. Merkt das ein Flawless? Hallo? Ben? Nein? Ben? Halt, stopp! Halt, stopp, Tömmel! Ben? Warum ziehst du Karten? Ja, denke ich. Ben, du bist Kanzler. Du bist Kanzler. Oh nein. Ja. 5 Gigabyte? Ich so. Ja, warum? Ich muss den Ben jetzt. Zwei Karten. Hast du die eine auch abgelegt? Nein, gib's mir die Chance. Ja, danke. Okay. Danke. Oh, warte mal, ich kann's Die dritte musstest du weglegen, ne? Tömmel nicht behalten. Ja, die halt. Ja, aber ich noch vorgegangen. Das war gescheit von ihm, er wollte sich nur merken. Ich hab übrigens drei. Also der Ben hat nicht die Wahl gehabt. Er hat, okay. Er hat zwei rote gekriegt. Ja, drei rote gekriegt. Das kommt jetzt wahrscheinlich nochmal. Nein, ich hab ohne Scheiß drei rote. Ja, ich freu mich schon drauf, Digga. Ja, wow. Ja, was sonst? Die... Drei rote, hui! Ihr könnt mich immer alle fett am Arsch lecken. Ja, jetzt klar. Kannst du mein Bro? Also die Runde doch. Also ich bin euer aller Bro, weil ich bin liberal. Außer Faschisten. Ich finde, du musst mich kein Kranzler mehr. Deshalb fände ich eigentlich besser, wenn du Präsident bist. Nein, aber er hat sich wenigstens gemerkt, Thomas Markus. Scherz. Er war lustig. Komm mal, leck mal. Oh, Alter. Die neuen die Abkammer in Sitcoms. Mhm. Ja, er kann mir Karten nochmal geben, nicht so wie Thomas, ist ja geil. Damn! Passt. Ich kriege ein E für F. Das hat voll scheiße. Ich habe hatte zwei rote. Ja, ich habe drei rote gezogen. Bedeutet, hier ist jetzt eine blaue noch dabei. Ja, dann können muss wir kurz anhalten. Ich halte sie mal aus. Ich muss aufs Klo. Sorry, Leute. Sorry, aber. Wieso bist du nicht vorher gegangen? Ja, da habe ich noch nicht. Da habe ich vergessen, dass ich muss. Ey, das ist Thomas' Aufgabe, alles zu vergessen. Ich hab mich spontan anders entschieden. So, ich darf jetzt irgendeinen Typen kontrollieren. Ja, schade, dass David nicht da ist. Was habt ihr denn gehabt gegen David, damit das jetzt fragen? Gar nichts, aber er hat doch noch nichts gemacht. Einfach grundsätzlich mal. Ja. Ich hab keine Ahnung, wen von euch ich nachgucken will. Du könntest mich nachgucken.
Ja, könnte ich, aber ich könnte es auch lassen. Andererseits ist eigentlich aber auch gar nicht so dumm, David jetzt zu wählen, weil wenn dann hätte er jetzt die Wahl, die er geben könnte, theoretisch, oder? Wenn da wirklich noch eine Blower drin ist. Dann würde ich die nächste Wahl nicht zustande kommen lassen, damit Konsti das machen kann, weil ja. Er ist meiner Meinung nach auf jeden Fall liberal. Ja, okay, das geht auch. Die Wahl nicht zustande kommen lassen. Ja. Also, damit sich der David das freut, wenn er wieder kommt. Dass wir die Wahl nicht stimmen. Okay. Ja, das machen wir. Bin ich vollkommen einig. Also du bist jetzt. Nein, du warst David wird jetzt Präsident, oder? Ja, David ja, wird gleich. Deshalb kommt das ja jetzt genau, nicht zustande. Aber wir sagen es ihm nicht, ja? Er hat nicht gewinnt und wir will so alle nein. Ja. Ja. Sagen wir bitte alle so, oh David, du bist Präsident. Ja. Vom Klo ins Ovale. Nein, aber ich würde die auch so nicht zustande kommen lassen. Ja, ja, mit David war auch nicht. Ja, aber mit David ist noch mehr. Ja. Jetzt müssen wir halt auf David warten. Kein Grund mehr. Das. Aber dann würde ich jetzt nicht mehr drüber reden. Sonst kommt der nachher und hört das. Was? Das heißt jetzt nicht, dass ihr nichts mehr reden sollt. Wen darfst du dir jetzt anschauen? Ja, doch, ich darf mir irgendeinen anschauen und ich will mir David anschauen. David! Jetzt gib mir mal deine Party-Membership. Danke sehr, Kollege. Alles klar. Ja, und liberal. Oh. Das war ein bisschen zögerlich. Was für zögerlich? Michael, dein Guter. David. Ah, ja, bist du in guter Tag? Nein, was machst du, Ben? Es ist noch keiner. Ja, stimmt. Ich muss erst. Don't tease us. Also Alter, David, bist ben, Präsident? Ja. Geht's los, David. Lass auch mal was machen. Pass auf. Ja. Okay. Ja, ist eigentlich noch scheißegal, ne? Ja. Ja. Okay, dann machen wir es mal so. Auf keinen Fall Ganesha. Alles klar, mein Nein hast du. Sehr schön. Ja. Ja, Markus seins auch. Da ist wieder weg. Ja, Ben kriegt's auch nicht. Ja, du sammelst den Nein sein. Du kannst es mir geben. Alter. Ja, du hast es bald jetzt? Ja. Ohne Scheiß. Nein, also. Good job, mate. Good job. Good job. Ja. Okay. Also die Wahl ist nicht so, ja. Damit kam die Wahl nicht zustande. Tja, darf da halt doch nichts machen. Ey, was? Pickel euch! Warte, soll ich jetzt überhaupt noch David nehmen oder zahlst du dich aus? Bitte geh direkt ins Gefängnis, hier geh nicht über los, zieh keine 200 D-Mark ein. Ihr seid Wichser! Nein, aber wen nehme ich jetzt, haben wir gesagt? Bitte nimm mich! Wir haben keinen ausgemacht. Wir haben keinen ausgemacht. Achso. Kannst du? Den David! Kannst du, can trust me. Nimm mich! Echt? Nein, sind wir nicht so, oder? Oder also Michael hat ja schon gesagt, dass er liberal ist, aber die könnten auch beide fassen. Kommt ihr noch gar nicht prüfen? Ja. Nein, ich bin ziemlich sicher. Geben wir ihm eine Chance. Ja, okay, eine Chance hat er. Aber wenn jetzt eine rote kommt... Ich glaub jetzt das damit. Außerdem bin ich ja illiberal. Ah ja. Laut ja, Michael. Der Mathematik muss hier drin ja eh noch eine blaue drin sein. Ja, deshalb ist es auch gut, dass... Ja, Konsti. Nein. Ich hab nicht gelegt, Gott. Danke, dass du es umgedreht hast. Hallo? Ist keinem aufgefallen oder was? Das war cool, ja. Das spitzt ja auf, Leute. Das ist jetzt schon fertig. Du darfst noch eine ziehen. Hat er schon. Hä? Ach so. Was gibst du ihm? Don't fuck nicht me sagen. Up, boy, ja? Sag ich. Das darf er erst sagen. Don't fuck me erst sagen, wenn es fertig ist. Ich dachte, man darf alles sagen. Nee, erst nachdem die Karte liegt, darf er alles sagen. Genau. Weil sonst könnte man ja das beeinflussen. Also. Ja, dann kann er sagen, ich hab drei rote gehabt. Also irgendwas war da nicht ganz richtig. Ich hatte drei rote. War das drei rote?
Ich hatte drei rote. Scheiße, ich meine, eine davon war random, weil das war der neue Stapel wieder. Aber ja, die andere, die zwei, die noch da waren, waren rot. Hat TGW nicht gemeint, es war noch mindestens ja, eine. Da muss mindestens, ja, wenn ja, keiner ja, gelogen genau hat. Da musste, wenn keiner gelogen hat, noch einer blau drin liegen. Ja. Markus hat gesagt, er hat eine blaue weggelegt und ich habe gesagt, ich habe eine blaue weggelegt. Ich glaube, das bedeutet, es ja, muss. Stimmt, dann hätte da noch, genau, eine hätte noch drin liegen müssen. Ja, das bedeutet, entweder davor oder danach ist schon eine verschwunden. Ich hab nicht gelogen. Ich hab auch nicht gelogen. Ja, oder Konsti hat jetzt halt die blaue weggelegt. Kann ja, hast du den Traumband nehmen wir so ganz. Ich schwör bei Konsti, ich schwör bei meiner Mutter, ich hab wirklich nicht gelogen. Also laut Thomas, also aus Thomas Sicht, ist es jetzt wahrscheinlich, dass Ben Fascho ist, würde ich sagen. Weil er weiß ja, dass er keine blaue weggelegt hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wen habe ich eigentlich. Ich habe den Konsti die Wahl gelassen, oder? Ja, ich habe die blaue gelegt. Ja, genau. Konsti hat die blaue gelegt. Bedeutet, du hättest theoretisch eine blaue weglegen können. Und das nicht sagen. Ich hatte rot und blau. Ja, ich gebe mal den Ben dem Präsidenten weiter, ja. Okay, aber ich glaube ehrlich gesagt also, nicht, dass Ben... Achso, nein, warte, ich darf einen wählen. Du darfst einen wählen. Ja, es geht ja nicht. Hoppla. Gib mir den wieder. Hoppla. Kannst sagen, der Präsi wählt. Das Einzige, was ich bis jetzt weiß, ist, dass der Konsti für mich jetzt das Schild? Liberal ist. Ja, ja, aber jetzt das ist auch das Einzige, was ich weiß gerade, Ben, und das ist meine Misere. Misere. Ich bin auch liberal, so jetzt weißt du, dass ich auch liberal bin. Ich habe mir leider auch nicht lang genug gemerkt, wer genau was gemacht hat. Also laut Michael ist auf jeden Fall David liberal. Was mich aber ein bisschen gewundert hat, David, warum hast du sofort gesagt, Michael ist ein Guter? Michael könnte immer noch Fascho oder Hitler sein und trotzdem gesagt haben, du bist liberal. Wahrscheinlich auch den gleichen Grund wie du. Ja, mein Gott, dann habe ich halt nicht direkt dran gedacht. Genau, ja. Hitler sein könnte oder ein Fascho und mich auf seine Seite ziehen kann. Ganz ehrlich, du hast aber letztes Mal das Gleiche gemacht. Du ja, ich weiß, ich wollte das David nur nochmal vor Augen halten, damit der nicht... Soll ich nehmen? Ich habe keine Ahnung. Michael könnte auch ein Nicht-Guter sein. Ja. Ja, ist registriert. Und gut, wen nehme ich jetzt? Tja, das ist egal. Präsident ist egal. Frage ist, wer kommt zu mir? Na, ist so egal. Nehmen wir Ganesha? Kappa. Nein. Warte, was hat der Markus gemacht bis jetzt? Gar nichts AFK gewesen. Doch, ja, natürlich, er hat eine blaue weggelegt und die Ball gelassen. Ich hab dumm. Ja. Also entweder, eines ist mal klar, entweder Tömer oder ich reden scheiße. Gut. Aber ich glaube aber... Kopierung Ruffy David. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Ben... Ja, halt, dass ihr euch da vertraut, das verbindet euch in einer gewissen Masse. Ich vertraue ihm, weil ich weiß, dass er liberal ist, ob er mir vertraut, keine Ahnung. Ja genau, das verbindet euch halt. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass Ben eine blaue weggelegt hat, weil das hätte er gesagt, weil er ihm ja die Wahl gelassen hätte. Einer von uns selbst als Fascho. Einer von uns beiden ist liberal und der andere... Was eigentlich wenn eigentlich muss es auch nicht sein, nein, weil eigentlich könnte TGW und, TGW und Markus haben auch schnell zu geben. Ich glaube, dann werde ich es ja, natürlich. Ich glaube nicht. Weil wenn es jetzt Ben gibt, wird er dann nochmal Präsident? Nein. Oh. Nee, wird er nicht. Haben wir jedenfalls das letzte Mal so nicht so gemacht. Nein. Okay, ja, dann ich nehme ihn mal. Könnt ihr wählen, wie es sollt. Ja. Hoppala. Wollen ja nicht zu lange setzen, darum reden, wenn keiner weiß. Und was wählt ihr jetzt? Ben muss jetzt erstmal Kanzler bestimmen. Achso. Stimmt, ich kann den nicht Hitler, bitte. Ihr habt ja gar nichts zu sagen. Richtig. Das ist Gusch, oder? Ich hab den Macht. Jetzt bin ich. Naja, Markus, ist das nicht so eng. Also jetzt ist auch nimmer scheißegal. Ja, jetzt ist halt die Frage, wer wird Kanzler? Weil jetzt wird Hitler gewinnen. Ah, wird er das? Ja. Alles still. Also David, wir können ja reden, wir können es eh nicht lernen. Wie geht's dir so? Ja, also mir geht's gut. Ich habe einen richtig geilen Kack gesetzt in die Schüsseln und deswegen fühle ich mich jetzt ziemlich erleichtert. Aber dafür setzen wir dann den richtigen Kack auf den Tisch, weil wir dich ziemlich verarschen gerade finden. Was sagst du dazu? Alles. Aha. Combo Breaker. Ben. Irgendwie. Der. Nee. Mann, wieso? Bin ich hart dagegen. Bin da eigentlich aus dem Grund.
Michael ist Hitler. Dann den Ben nehmen, also kannst du aber nicht. Irgendwie alles. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt nicht. Sind wir jetzt dafür oder dagegen? Na, Moment, hört mir zu, bevor ihr wählt. Die meisten haben schon gelegt. Ja, ich nicht. Ihr beiden. Alles, was eine Konst ist. Ben, ich glaube nicht, dass das jetzt so random war, weil Ben ist eben mit dem Schild schon Richtung Michael gegangen. Das so, eben schon. Und jetzt, wo es dann heißt, ja, dann nimm halt jetzt jemanden, wir müssen jemanden nehmen, nimmt er sofort Michael. Das ist für mich, wenn es darum geht, nicht Hitler zu nehmen, ist das. Mich kannst du nicht. Ah ja, voll. Ja. Würde ich das nicht riskieren, ehrlich gesagt. Also darum, wenn du sagst, du zwischen uns. Deshalb bin ich jetzt auf jeden Fall für nein. Das ist ein bisschen komisch, weil ich bin relativ safe, schon liberal für alle, glaube ich. Ja, ja. Also ich bin mir relativ sicher, ich bin kein Hitler. Bist du dir da relativ sicher? Ich bin mir relativ sicher, ich bin kein Hitler. Schau doch mal nach. Das wäre eigentlich so von Tinkerbys Argument nicht sehr beeindruckt, aber. Ja, das wäre dumm gespielt von mir. Ja, war dumm. Ah, zuerst gehandelt, dann überlegt. Glaube ich. Also, ich jetzt sehen oder was? Ja, das ist ein Tinkerbys. Oh, ihr Wichser. Moment, waren das 3 oder 4 Neins? Das waren 4. War alles nicht zustande gekommen. Okay. Das verschiebt sich nicht, oder? Nee. Nein. Okay. Eigentlich würde ich jetzt den Ben nehmen. Ich hätte auch gesagt, dass der Ben. Nein. Ey, was, nice. Ich habe nämlich. Wieso nicht, Thomas? Ne, weil, keine Ahnung, ich hab. Es ist so komisch, ich hab 3 rote genommen, dann habe ich ihm 2 weitergegeben. Natürlich, da kann er nichts machen. Und dann hat er nochmal 3 rote gekommen und dann kannst du die 2 rote geben. Was? Nein, hat er nicht. Mir hat er die Wahl gelassen und ich hab eine blaue gekriegt. Nein, das war jetzt ganz am Anfang. Oder was? Irgendjemand hat das andere war, dass ich 3 rote hatte und 2 dem David weitergegeben habe. Ja, aber war es nicht dreimal? Ist das denn schon dreimal passiert? Na gut, keine Ahnung. Ja, aber nicht, beim Ben. Nicht beim Ben. Okay, na gut. Ja, dann geh ich zum Ben. Das kann sich jeder selber entscheiden, ob man wem will oder nicht. Okay. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Trotzdem. Ja, machen wir es so. Ja, das nein, sagst du es okay. Ja, ich glaube, es ist nicht. Und? Ben, bist du Hitler? Wow. Scheiße. Ja, ich hab's ja gesagt. Wow. Mhm. Das war leichter als gedacht. Aber ich hab euch doch gesagt, ich bin mir relativ sicher, ich bin kein Hitler. Gut Job. Ja, wow. Ja, okay. Ich meine, es war gut gespielt von dir, weil du die Aufmerksamkeit auf dich gezogen hast. Ich ziehe irgendwie immer die Aufmerksamkeit auf mich. Ich versuche. Ich hab vergessen, meine Blindfold runterzunehmen. Aber ja. Wow. Ich hab erst. Ja, das. Erst erfahren, dass er Faschus ist, als ich gesagt habe, zeig mal deine Karte. Da hat echt der Glücksgriff geladen. Ja. Naja. Das war eine komische Win. Das hört sich wunderbar. Also, ich hätte jetzt noch gedacht, Markus ist noch mit. Und dann war es alles ziemlich random halt. Ja. Ich hab mich auch gewundert, dass niemand so keine Widerworte gegen Ben erhoben hat. Das war so ein. Ja, ich ja Alter, wir waren ja, voll. Das ging exposed. Zu schnell. Wir drei waren die einzigen, die dann ja gewählt haben, wie es darum ging, dass Ben Michael wählt. Wir waren halt Faschos. Aber es war so toll, als ich Ruffy gewählt habe und es waren nur 2 Ja's für Ruffy, war TGW richtig verwirrt, weil er davon ausgegangen ist, dass Ruffy Hitler ist und eigentlich 3 Ja's kommen hätten müssen. Es waren aber 3 Ja's. Ich habe tatsächlich gar nicht drauf geachtet, aber... Es waren 3 Ja's. Ich habe ja auch gewählt, es haben alle Faschos haben dafür gestimmt. Ja. Und wir waren eben exposed und ich hab drauf gesetzt, dass entweder Markus oder Tömmel trotzdem die schon gelegt haben, dass die Ja gewählt haben. Ja, habe ich auch gehofft. Damit die Wahl zustande kommt. Aber nein, und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt ist es klar, ja, wir drei. Ja, aber dann hat sich kein Schwein dafür interessiert. Scheiße, ich habe mir das gar nicht angeguckt. Ich habe erstmal ein Achievement unlocked, ihr Bitches. Ja. Warum bin ich immer Hitler? Es ist so langweilig. Und dann bei Ben. Ja, Ben, wenn ihr noch eins machen wollt, Ben ist doch safe. Nein, das ging so schnell. Ich hab dann so plötzlich so gedacht, hey, Moment, Ben könnte ja auch Fascho sein und Markus andersrum. Mir nervt das ja einfach so Fascho ausgeschaut habe, weil drei rote Karten zogen. Ja, da kann man gar nichts dagegen machen. Ja, also manchmal ist halt einfach Pech. Wobei, als ich ich muss sagen, bevor wir gemischt haben, ich habe 2 rote, eine blaue gezogen und die blaue weggelegt.
Oh, da ging die ganze Blau verloren. Okay. Ah. Ja. Und das war jetzt am Ende echt kacke. Irgendwer hat gesagt, ja, dann wählt halt jeder das, was er gerade meint. Man konnte überhaupt nichts mehr sagen dagegen. Es hat jeder schon direkt geleakt gehabt. Ja, das hatte man bei mir aber auch, bis auf David und Konsti. Und David war halt Fascho. Wieso will keiner von wenn ihr noch ins machen wollt, dann schnell. Ja, okay. Ja, danke fürs Zuschauen. Aber ich dachte, der Ben hätte auch mal gesagt, dass er nur dass er drei rote gezogen hat, oder habe ich es mir eingebildet? Ja, Ben hat ja auch mal Ben hat drei rote gezogen. Ja. Ich aber nicht dreimal drei rote, rote sondern gezogen. Einmal nein, dreimal, es ist insgesamt passiert. Einmal in mir, einmal in Konsti und einmal in Ben. Beim genau. Ben aber ist irgendwie nicht geglaubt, dass was hat. Intuition! Ja, also war ja richtig so, dass du es in Ben nicht geglaubt hast, also prinzipiell jetzt.